Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 29. Juni 2020, damit den vorletzten Handelstag im Juni. Monatskerze wird langsam auch interessanter und unser DAX, der hackt hier weiter gegen die untere Kante. Ist letztendlich schon fast nur eine Frage der Zeit, bis er endlich mal hier durchkommt oder zumindest seine Axt sich gegen die Stirn schlägt und dann doch blutig nach oben rennen muss. Es bleibt spannend. Im Tagesschart sehen Sie etwas sehr Markantes. Damit möchte ich gerne anfangen, nämlich diese eigentliche Long-Vorlage, die ist ja durchaus wahr halt. Ne? Also das muss man schon sagen. Ne? Die Tageskerze, das war jetzt keine Ankündigung für brutal abwärts. Aus dem 2-Stunden-Chart hat man ein bisschen was rausleiten können, aber auf Tagesebene muss man schon sagen, war die grüne Tageskerze nun eher eine Vorlage nach oben, wurde ausgekontert. Das heißt, wir haben jetzt den tiefsten Tagesclose bekommen seit 16.06. halt, also seit Verfall, seit Mitte Juni, seit 2 Wochen knapp. Das kann ich schon durchaus ein bisschen antriggern jetzt. Deswegen würde ich das Risiko eher mehr auf der Unterseite sehen, zumindest auch bis in dem Bereich um 11.800 jetzt hier zum Montag. Muss halt nur liefern halt. Ne? Also muss noch nach unten loslaufen, so wie wir das gestern eigentlich gesagt haben. Also, beziehungsweise was heißt gestern, der Freitag. Fanden eigentlich recht schön vom Verlauf her. Also auch wenn diejenigen, die bei uns hier die Mails mitbekommen, das war ja fast göttlich. wie wir es angesagt hatten, ne? Also runter bis 250, 200, dann haben wir schon gesagt, Vorsicht, nicht zu viel erwarten. Nicht zu viel erwarten, lassen Sie den vielleicht nochmal hochkommen, lassen Sie den nochmal 300, 330, vielleicht sogar nochmal ein neues Tageshoch setzen. Das kann durchaus bis zum amerikanischen Open kommen, dann 14.30 wieder runter die Kiste und noch bis 12.100 runterlegen. Das war's. Auf fast punktgenau auch. Also so klappt es auch nicht immer, ne? Aber es ist auch schön, dass es so geklappt hat. Also vom Verlauf fand ich den wirklich gut und es ist auch okay. Es ist auch okay für die Abwärtsroute. Und sowas sollte man viel mehr nutzen für sich halt, ne? Also auch diejenigen, die bei uns in den die Mails halt noch mitbekommen, ich finde das immer ein bisschen schade. Sitzen viele drinnen und freuen sich und sind begeistert davon, wie genau und wie präzise die Marken immer ansetzen. Und dann guckt man so, was die denn handeln, wenn sie einem denn irgendwann mal einen Auszug schicken und fragen, hey Martin, was kann ich denn besser machen? Guck mal, läuft einfach nicht bei mir. Und man sieht dann, dass sie halt das nicht machen, halt nicht diese markanten Marken, nicht diese markanten Bereiche, diese schönen Bewegungen, die will nicht sagen offensichtlich sind, aber die eher wahrscheinlicher sind halt, ne? Wo man sagen kann, okay, das macht der DAX halt immer so. Und dann sitzen die Leute lieber daneben und gucken dann einfach zu, anstatt halt dann mitzuhandeln und konzentrieren sich dann auf die wenigen Trades, wo man dann mal sagt, okay, hier, das geht mir jetzt mal vor und dann stürzen sich alle wie die Guppies da drauf mit viel zu hohen Einsätzen und da sitze ich manchmal wirklich schon da, wenn ich das lese, sag mir, mein Gott, wie soll denn das überhaupt klappen? Das kann ja gar nicht klappen halt, ne? Wenn da alleine 10 Leute irgendwie mit halben All-In-Trades auf solche Trades dann spekulieren, ja, mein Gott, was soll es dann wären halt, ne? Also ich war früher persönlich auch jemand, der gewisse Premium-Dienst von anderen DAX-Analysten durchaus genommen hat und die Trades einfach andersrum gehandelt hat halt. Ne? Ich habe mir geguckt, wo sind dort die Stops und dann bin ich halt reingegangen, habe auf den Stop hin getradet, weil ich mir immer gesagt habe, die Masse kann nicht gewinnen. So und langsam ist bei uns im Dienst halt auch schon, die Leute kommen halt, weil sie glücklich sind, weil das ihnen hilft. Na, aber man kriegt irgendwann auch langsam immer mehr Reichweite. Dann müssen wir uns auch langsam überlegen, wie wir das hinkriegen, dass wir von diesen Setups, diese Konzentration der Leute da irgendwie ein bisschen rauskriegen, dass nicht immer alle so draufhacken. Aber da lassen wir uns was einfallen. Ist vielleicht auch einfach, das ist nicht mehr so kleinteilig, können wir halt nicht mehr mit 30, 40 Punkten rumhandeln, müssen wir halt eben größere Setups fahren. Da werden wir uns was einfallen lassen müssen, da kommen wir nicht drum rum, weil momentan gibt die Statistik dort uns nicht recht, das zumindest so weiterzuführen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, konzentrieren Sie sich auf die markanten Punkte, konzentrieren Sie sich auf die markanten Bereiche, das funktioniert halt einfach besser, ne? Wie dieses ständige drin rumgezocke und noch irgendwie noch so einen letzten Trade, der noch unbedingt sein muss und ach komm, heute lief so gut, ich mach noch einen, ne? Und dann plötzlich heißt es, ah, ich habe meine ganzen Tagesgewinne verloren. Ist scheiße. Ist scheiße. So, aber wir bleiben mal beim DAX, wir machen hier noch fix die Analyse fertig, weil wir brauchen heute gar nicht so viele Worte verlieren hier. Der ist ja letztendlich hier, dass wir hier so ein bisschen gröber fassen, noch im Prinzip in der Bewegung drinnen. Dann gucken Sie mal, was er für zeitlichen Spielraum hat. Das heißt, 1, 2 Tage nach unten hat er noch. Wir müssen jetzt so ein bisschen, natürlich dadurch, dass er sich schon von der Fallgeschwindigkeit sehr stark an dieser Bewegung orientiert, müssen wir Stand jetzt erstmal davon ausgehen, dass es gegebenenfalls auch sowas werden kann. Hier halt einfach ein Channel. Und
Da kriege ich Ihnen jetzt wieder was in den Mund. Das ist ja, hätte ich das eher mal gesetzt, hätte ich das Ihnen nicht gezeigt. Sonst hacken wir hier alle wieder gleich zu wild Short rein. Aber wir dürfen kostet 11.300, müssen wir schon einplanen. Montag, Dienstag. Im Wochenverlauf, Kursziel 11.800, 11.300 wäre jetzt erstmal primär anzuvisieren auch. Das heißt, wir könnten Montag noch eine Rutsche bekommen. Vielleicht bekommen wir einen Abwärtsgap rein unter der 12.000. Das wäre zumindest mal eine Maßnahme. Dann muss er unter dem Bereich hier runter, aus dem er immer wieder rausgekauft wurde. Ne? 12.000 bis 11.800, super Supportbereich gewesen. Wurde immer wieder rausgekauft. Da muss er drunter, das heißt, er muss die Runde fertig machen. Er muss dann auch da drunter tauchen. Hat dafür zum Montag eigentlich eine gute Vorlage. Ich denke, wenn er einen Gap reinbringt, kann er die ersten schon wieder long reinziehen, die dann Gap Close handeln wollen. Muss ich halt ein bisschen blöd anstellen, ne? Vielleicht so abwärts Gap, dann so nach oben kleckern, dass die Leute, also vielleicht so bis 9 Uhr, 39 nach oben kleckern, dass die Leute alle denken, ah, jetzt macht er das Gap zu scheiße, ich gehe aus meinem Short raus und dann flupp, und dann steht er in 10 Minuten wieder ein neues Tagestief und dann flupp, steht er hier unten bei 11.700. Ja, und dann haben die Leute auch schon wieder keine Lust mehr Short zu gehen, weil sie sich sagen, wohin will ich denn noch shorten? Ich suche vielleicht jetzt eher hier einen Long, ich suche vielleicht eher, probiere eher einen Doppelboden zu handeln und dann sind die Privaten schon wieder alle Long drin und dann kann er sich richtig schön nach unten, aber das muss dann auch kommen. Ja, dann kann er sich hier richtig runterholen, Richtung 11.480, Richtung 11.430 und wenn er sich noch weiter hier tiefer buddeln will, dann, wie gesagt, 11.300 wäre jetzt so mein unteres Wochenziel. Das könnte durchaus Dienstag erreicht werden, aber dafür muss er schon echt Sport machen. Also dafür müssen Sie sich ein bisschen ins Zeug legen. Oben, natürlich. Wir gucken jetzt hier sehr auf die untere Variante, ist für mich aktuell wahrscheinlicher, aber Sie kennen das. Am Markt ist nichts garantiert und am Markt gibt es nichts geschenkt und am Markt ist schon gar nichts sicher. Deswegen sollte man immer schauen, wann macht denn irgendwas keinen Sinn mehr. Ne? Und auf diese Abwärtsroute zu spekulieren, würde zum Beispiel keinen Sinn mehr machen, wenn wir höhere Hochs reinkriegen. Das heißt, in dem Moment, wo der DAX jetzt sich über 370, 400 wieder etablieren sollte, dann wäre das ein Auskonter dieser Schwäche, die wir gesehen haben. Ne? Dann hat er hier seine Axt sich gegen den Kopf geschlagen und dann rennt er oben weiter hoch. Dann tragen sie ihn ins Krankenhaus und das Krankenhaus ist bei 13.000. Ja. So. Also, das würde ich schon mitnehmen. Das ist für mich so ein, ich will nicht sagen K.O.-Kriterium, da lege ich Ihnen vielleicht auch die falschen Worte in den Mund, weil ja hier grundsätzlich auch die 4,75 noch ein guter Widerstand ist. Aber ich würde schon sagen, hier oben wird der Short einfach unwahrscheinlicher, über 3,80. Das heißt, über 3,80 hätten wir eher Tendenzen Richtung 600, wieder Richtung 800, Richtung 9,25, dieses kleine Gap hier noch zumachen und dann natürlich auch 13.000 und mehr. Na, das heißt, alles, was jetzt hier unter 370, 400 passiert, für mich jetzt erstmal eher mit Abwärtstendenz, auch wenn wir noch nicht so richtig aus der Range raus sind. Denke aber, kann jetzt hier klingen. Eine gute Vorlage zum Montag. Also technisch passt das, passt viel aufeinander halt. Ne? Also, dass man hier jetzt so eine Welle noch durchdrücken muss, mal gucken, wo er reinkommt. Ich habe jetzt gerade das Handy jetzt nicht bei mir liegen. Aber die Kryptos waren recht schwach, habe ich gesehen. Zumindest gestern. Wo sind sie? Na gut, sind heute wieder ein bisschen fester, trotzdem deutlich tiefer. Sie werden lachen, aber also tatsächlich jetzt, wenn die Kryptos übers Wochenende schwach gehandelt haben, sind meistens die Aktienmärkte auch schwach reingekommen. Scheinen sich langsam ein bisschen zu synchronisieren, dass zumindest wenn Geld aus dem Markt rausgeht, das offenbar auch aus allen Bereichen dann rausgeht und in allen Bereichen auch reinkommt, wenn es reinkommt. Deswegen, es würde mich gar nicht wundern, kommt es ein bisschen schwächer, wenn der DAX auch unter 12.000 ist. Ich weiß, es ist fachlich, sachlich ist es nicht richtig, was ich Ihnen sage. Es ist auch nicht rechtmäßig einen Vergleich zu ziehen. Es ist eher mehr ein Erfahrungswert, den ich Ihnen hier einfach mitgeben kann. Ein privater Erfahrungswert, das werden Sie in keinem Buch finden. Dass wenn die Kryptos am Wochenende schwächer sind, der DAX schwächer ist, aber Sie können einfach die letzten Wochenenden durchgucken. Waren die Kryptos schwächer, ist der DAX mit Aufwärtsgap reingekommen? Waren die Kryptos, was habe ich jetzt gesagt? Waren die Kryptos stärker? Ist der DAX mit Aufwärtsgap reingekommen? Waren die Kryptos schwächer? Ist er mit Abwärtsgap reingekommen? Deswegen ist es einfach Erfahrungswert. Können Sie halten, wie Sie wollen. Hat die letzten Wochen gut geklappt. Deswegen würde ich jetzt hier auch sagen, die sind deutlich schwächer. Wenn die jetzt nicht noch einen Punch
nach oben kriegen für den restlichen Sonntag, würde ich dann eher davon ausgehen, dass der DAX zumindest in der Nacht erstmal im Future tiefer reinkommt. Vielleicht unter 12.000, muss ich zeigen. Würde jetzt wieder nur nach oben geboxt aus dem Bereich zwischen 12.000 und 11.800. Naja, irgendwann dann haben die Verkäufer auch keine Lust mehr. Na, also dann wird es sich ja oben raus triggern. Aber die Vorlage ist jetzt nicht verkehrt. Es ist schon eine gute Möglichkeit, um sich ein bisschen nach unten zu bewegen. Na, dann sollten sie auch, wenn er fällt, natürlich was nicht machen, nicht massiv Longs suchen halt. Na, also das ist das, was ich vor uns meinte mit. Einfach das Offensichtliche, dann auch die wichtigen Sachen einfach versuchen, ein bisschen mitzunehmen. Okay, gut, Freunde, dann mache ich jetzt hier aus. Ich wünsche euch was, viel Erfolg zum Wochenstart und ja, nö, eigentlich haben wir alles durchgesprochen, alles, was mir wichtig ist. Dann ich drücke euch die Daumen, dass ihr was rausgezogen kriegt und ja, erfolgreichen Wochenstart. Bis dahin, bis morgen, tschüss.